Hey ho und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Final Fantasy 6. Und wisst ihr, was mir seit was mir aufgefallen ist? Ich habe ja sozusagen von meinem aktuell erfolgreicheren Projekt, was Final Fantasy 6 darstellt, im Grunde etwa 35 bis 50 Views pro Folge. Und da ist ein Hundili. Hallo, kleiner Mann. Tschö. Du kommst mit uns? Nein, er kommt weg. So, wir sind hier in der Höhle im Wald, wo wir ein weiteres Partymitglied ansteuern können. So, und ich möchte den... Wie heißt das Ding? Zahnbeißer? Ach, egal. Es ist schnell hinüber, gibt ein bisschen Erfahrungspunkte, ein paar Magiepunkte und so weiter und so fort. Ich habe jetzt mal meine Party so umgeändert, dass ich so, ja, ein paar niedrigstufigere Leute drin habe, damit die auch noch ein paar Level bekommen. Eventuell werde ich ganz am Ende, bevor es den letzten Dungeon geht, die Level noch angleichen. Weiß ich noch nicht genau, muss mal gucken. Also, wie mir ist aufgefallen, wie gesagt, dass die View-Anzahl vom C-Beißer ausgesprochen hoch ist heute. So, einmal draufhauen und fertig. Wie gesagt, so zwischen 35 und 50 ist. Ich könnte jetzt darüber meckern, was ich aber nicht tun werde. Weil, ja, egal. Ihr wisst schon mal wahrscheinlich warum. Aber ihr erinnert euch vielleicht noch an diese eine Folge, die ich da, oder der ich da einen bezeichnenden Namen gegeben habe. Wo viele sagten, hey, der ist doch geklaut. Und das ist dieser Gegner auch. Der ist tatsächlich mal übelkübel. Da werde ich doch... Oh, vielleicht wird das sogar ein One-Shotter. Komm. Hinüber mit ihm! Hinüber! Wow! Ja, ich habe auch wieder, ich glaube, an Sabin und an Mock habe ich Erfahrungseier angelegt. Na gut, es sind Männer, sie sollten auch Erfahrungseier anderweitig. Ach, egal, nein, das, ich guck gerade mal rein. Erfahrungsei, jawohl. Und ich guck mal kurz in die Status. Das ist ja Plural gleichzeitig schon. Ja, ich sollte mal an Mock zumindest den Bismarck anlegen, falls er ein Level abbekommt. Und was mir aufgefallen ist, was ich nicht wusste tatsächlich, ist, dass der Knochenbrecher, oder der Rückenbrecher, also die ultimative Attacke, die eigentlich physischer Natur sein sollte, zumindest vom von der Animation her, basiert auch auf der Zauberkraft. Das heißt, ich habe ihn total falsch entwickelt. Ich hätte ihm die ganze Zeit über mit magischer Kraft plus 2 ausstatten sollen. Das wusste ich nicht. Ist mir jetzt erst zufällig aufgefallen. Was für ein Bastard-Move von diesen Entwicklern hier. War das die schon? Nein, das war die noch nicht. Ich kriege hier einen Ring der Wut. Ein Relikt für Umaro, der ihn irgendwie manchmal besonders hart angreifen lässt oder sowas. Wir drei haben neulich im Wald gejagt. Wir sahen ein seltsames Kind, nur in Felle gekleidet. Den habe ich dabei. Nein, den habe ich nicht dabei, aber ich habe ihn auf dem Luftschiff. Der Junge kam nie in unsere Nähe, wenn wir zu viert waren. In einem Wald nördlich des Waldes haust ein schrecklicher Drache. Falsch. Damit ist der Dinosaurierwald gemeint. Ich denke, kein Mensch kann ihn je besiegen. Aber wie frei wären wir, wenn es jemand könnte? Früher habe ich gedacht, in diesem Wald würde einer der legendären Drachen hausen. Weil Drache ist Drache. Ich glaube, hier gibt es auch nur diese Zähbeißer. Oder zwei davon. Ich lasse den Kampf jetzt auch nochmal kurz drin. Der ist ja schnell erledigt. Tanz einfach mal. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Erfahrungspunkte es gibt, aber für den Fall, dass ich sie umbringen sollte, ja, werde ich sie jetzt umbringen und den Kampf dafür drin lassen. Ja, mir ist aufgefallen, dass die Folge, die ich Tentakel and Teleporno genannt habe, hat über 120 Views im Vergleich. Also, ich weiß es schon, ich sollte irgendwie Porno in jedem Folgentitel nennen. Vermindert die Mitgliederanzahl eurer Gruppe, wenn ihr ihn anlocken wollt. Also diese Knaben hier, oder Piraten oder Räuber erzählen, sie haben Augenklappen, es sind Piraten. Okay, da fehlt auch der Raven Knight auf ihrer Schulter. Naja, jetzt hat Sabin so eine gewaltige Manneskraft. Ach Gott, wie ging das nochmal? Irgendwie noch nicht. Ah, ja, hier. So, bevor ich diese Schatztruhe aufmache, werde ich kurz etwas am Setup ändern. Weil ich... Moment, ich muss gerade was gucken. Ausrüstung. Mr. Morg hat die heilige Lanze, sehr schön. Und mal kurz bei den Ritten gucken. Drachenhorn. Ja, die Kenner wissen vielleicht, was ich machen möchte. So, welche Esper war das noch? War das Paladin? Ermöglicht eine Sprungattacke. Denn hier ist es Bosszeit für ein Monster in der Truhe-Kampf. Yay, und Terra? Aloe Vera.
So, Magie, Paladin. Und nun werden wir Tiefschall einsetzen. Achso, die Beschwörungskraft heißt Tiefschall. Ich habe gedacht, ich wusste gar nicht, dass die wie bei Flammi oder wie bei Lufti da wegfliegen. Also Lufti aus. Zügelt auf Mana, der Drache. Ich habe mir gedacht, wo ich mein Mock und Edgar in der gleichen Party habe, benutze ich das einfach mal. Weil ich ihn damit umbringen sollte, wenn sie denn hier... Ich dachte schon, er bringt mich um. Ja, Mock. Mehr Mock. Nein, nicht sterben, Mock. Ach, egal. Einer überlebt. Die anderen sind noch in der Luft. Ja, super. Jetzt habe ich den Super-Tigerfänger. Sehr schön. Das ist, glaube ich, die mächtigste Waffe für Sabin. Das war jetzt total unnötig. Und ich habe gedacht, das wird mehr Rabatz machen. Aber na gut, das kann ich dann vielleicht ja noch mal beim Endgegner zeigen. Ich überlebe kurz wieder. Ach, ausrüsten kann ich ja auch gerade selber noch. Tigerfänger. Wow! Ich weiß jetzt gar nicht, ob die irgendeine elementare Ausprägung haben. Aber die sind auf jeden Fall verdammt gut. Ach, wo wir gerade dabei sind. Magie! Leben 2, auch wenn es sich nicht lohnt und ich mit Leben 1 und Heilung weniger Magiepunkte ausgeben müsste. Lohnt sich definitiv dafür schon früher herzukommen, wenn man Sabin öfter mitnimmt, aber die Waffenangriffskraft hat glaube ich überhaupt nichts damit zu tun, was für einen Schaden er mit seinen Spezialfähigkeiten macht. Die basieren wohl anscheinend alle auf Magie. Okay, zeigen wir hier noch den Kampf noch. Es ist ein bisschen langweilig, dass man hier nur die Zähbeißer hat und ich sie mit einem einzigen Kreuzbruch. Haben Insekten Kreuz nicht so wirklich, oder? Na gut, die Dinger sind... Insekten haben ja einen Chitinpanzer, der sie irgendwie stabil hält. Was soll's. Ja, Bio-Leistung damals und trotzdem nicht viel gelernt. Dafür lernt... wie hieß der? Edgar! Den Eisspruch! Zauber erlernt! Ja... Nein, den schneide ich jetzt raus. Wobei mir gerade auffällt, dass Terra keine Magiepunkte mehr hat. Deswegen hat sie auch keine kritischen Treffer mehr. Hab mich schon gewundert, was ist jetzt los, hä? Das macht keinen Sinn. Oh, aber das hier macht Sinn. Hier kriegen wir wieder einen Sturmdrang. Ja, ich bin jetzt auch wieder jedes Mal ein bisschen die Erfahrungspunkte am Begutachten, weil zumindest mit den Erfahrungseiern kann es schneller gehen, als man denkt. Vor allem die Erfahrungspunkte werden erst dann wirklich verdoppelt auch angezeigt, wenn, alle vier Charaktere, glaube ich zumindest. Also ich hatte noch nie alle vier Charaktere mit einem Erfahrungspunkte-Ei ausgestattet. Aber ich meine, das ist, wenn ich mal irgendwie so Power-Leveling für einen Charakter betrieben habe früher und ich nur einen Charakter im Kampf hatte und ihm das Erfahrungspunkte-Ei ausgestattet hat, dann werden auch tatsächlich die doppelten Erfahrungspunkte angezeigt. Aber sobald mindestens oder nur ein Charakter im Spiel ist oder im Kampf ist, der kein Erfahrungsei hat, wird nur die nicht verdoppelte Anzahl angezeigt. Das ist jetzt total schwachsinnig, was ich hier gerade erzähle. Aber was soll's? Haha. Ja, ich habe mit Osmose Terras Magiepunkte ein bisschen wieder aufgefüllt, aber es war nicht allzu viel, deswegen sollte ich das im nächsten Kampf wieder verwenden. Um mehr Magiepunkte, ach wohl. Obwohl, hier kann ich auch zelten. Yay, habe ich euch überhaupt schon mal die Zeltanimation gezeigt? Ich glaube schon. Werde es aber trotzdem nochmal tun. Hier, Zelt. Mit schöner... Moment, war das Zelt früher nicht grün? Na gut, vielleicht liegt es an Terra, dass es lila ist. So, ich speichere kurz, bis gleich. Und wie wir gesehen haben... Kämpfen wir wieder. Nein, wie wir gesehen haben, ist es Shadow, den wir hier in diesem Dungeon, in diesem kurzen Dungeon, erretten können. Der, wohl oder übel, seitdem er vom schwebenden Kontinent irgendwie heruntergekommen ist, beziehungsweise, ach Quatsch, den haben wir ja mitgenommen. Seitdem er vom fliegenden Schiff gefallen ist, irgendwie hier gelandet ist. Und überlebt hat. Vielleicht hat ihm der Hund irgendwie die ganze Zeit irgendwo geleckt. Ich werde mal kurz nochmal meinen Status nachprüfen. Scheib, verdammt, es geht's nicht mehr. Hallo, kleiner Fangjäger. Schnucki. Oh, ich hätte Rell mitnehmen sollen. Böse Wunden. Da kommt Großpapa, der Panther. It's Boss Time gegen Sir Behemoth. Und der Sir Behemoth ist, glaube ich, empfindlich gegen... Über Feuerzeug. Dich werde ich mal kurz abwehren lassen. Ich werde dich ein Gerät benutzen lassen. Obwohl, was soll's? Magie, Paladin. Ich bin mal gespannt, wie weit ich jetzt hier noch so weit komme. Weil allzu viele Magie... Lebenspunkte. Puh, ich dachte schon. Ich musste... Ist ja egal. Ich habe gesagt, wir wollen meinem Endgegner, oder ich möchte meinem Endgegner nochmal die Macht des Palidors zeigen, wenn man sie denn richtig einsetzt und zweimal Speerträger in der Gruppe hat. Vielleicht hat er auch genug Lebenspunkte, damit er auch irgendwie mal zwei Angriffe oder so aushält. Ja, hau ihm eine rein, macht er eh nicht viel. Mr. Mark! Go!
Das nenne ich mal... Meteo? Gut, der das brauchen konnte. Und er ist tot, Jim. Gegner kommen von hinten? Ja, jetzt kommt noch ein anderer. Der ist allerdings untot. Ein untoter Behemoth. Und der bekommt jetzt doppelt mächtig Schaden davon rein, aber man kann ihn auch mit Leben töten, falls wir das Hypnogas überleben. Ach Gott, meine Ausrüstung ist relativ gut, muss ich gestehen, wo meine Charaktere so viel, wie soll ich sagen, seiner Fähigkeiten blocken können. Und da wir diesen Kampf besiegt, geschafft haben, bekommen wir 5 Magiepunkte, eine Bahamut-Rüstung. Ich glaube, die ultimative Rüstung für Relm und eventuell auch Strago. Aber damit kann man auch noch was weiterhin machen und die Donnerklinge. Das ganz Schöne ist, das sage ich später. Hier können wir nichts tun. Fliegen wir mit dem Luftschiff zurück nach Tamasa. Was vielleicht interessant ist, wenn wir auf Shadow nicht gewartet hätten auf dem schwebenden Kontinent, dann wäre Shadow jetzt nicht in dieser Höhle gewesen, sondern statt seiner Relm. Dafür hätten wir dann nicht in das Haus des Geizhalses gemusst oder gekonnt und hätten dort auch nicht die Esper Lakshmi gekriegt. Also lohnt sich in mehrerlei Hinsicht, dass man auf Shadow wartet. Vor allem ist Shadow ein awesome Charakter mit einem awesome Thema oder Charakterthema. Du hattest einen Albtraum. Ein Traum aus der Vergangenheit. Oh, er hatte einen awesome Mantel an, einen Umhang. Shadow war ein guter Mann, der hatte einen Umhang an. Und es war ein Frauentyp. Du willst mich holen, aber ich komme nicht zurück. Du und das Mädchen, ihr sollt in Frieden leben können. Ja, aus Wasser, da macht er Wein. Wer will da nicht sein Kumpel sein? Er schien früher in einem Dorf gelebt zu haben und wollte alles zurücklassen, aber der Hund ist mitgekommen. Guter Fangjäger. Braver Fangjäger. Ruhen wir uns hier aus. Ja. Ja, das ist eine tolle Reaktion von mir darauf. Ah, wir sind hier in Tamasa. Ja, das haben sie ja eben gesagt. Und augenscheinlich war es Tamasa, wo er sozusagen abgehauen ist. So, wir werden jetzt einmal auch eine Runde pennen, weil es kostet hier nur ein GS pro Nacht. Und wie wir alle wissen, aus der Werbung ist Geiz ist geil. Naja, kommt drauf an, wofür man geizig ist. Bei Spenden ist Geiz nicht geil. Wir haben wieder in den B-Betten geschlafen von Baron Bernd. Also, der hat das Monopol, das Bettenmonopol in dieser Welt. Alle von Baron Bernd oder wie auch immer man ihn nennen könnte. So, gucken wir doch mal, wie es dem guten Shadow geht. Ja, Shadow. Oh, er ist immer noch da. Verdammt. Wie geht's? Keine Sorge, das ist nur ein Kratzer. Und Fangjäger wird euch bewachen. Also erholt euch einfach. Und er stimmt uns zu. Yay. Okay, wie war das jetzt noch gleich? Shadow wird an dieser Stelle nicht der Party beitreten. Deswegen werde ich jetzt mal... Ich hoffe, das war jetzt der richtige Trigger. Aus dem Büro... Wie komme ich aus dem Büro? Vielleicht wegen Baron Bernd. Ich weiß es nicht, weil das Büro fängt auch mit B an. Wie der mächtige Bremer Stadtmusikant Bertelsmann Club. Gründer Esel oder so ähnlich. So, Shadow ist weg. Und jetzt wird er vielleicht fragen, was müssen wir tun, um ihn in die Party zurückzubekommen? Ja, das ist eine Bastard-Idee gewesen von den Entwicklern, was man jetzt zu tun hat. Ihr müsst nämlich jetzt wieder ins Kolosseum. Und da ich ins Kolosseum muss, werde ich euch dort wieder treffen. Yay, yeah, wieder Kolosseum. Mehr Kolosseum. Da sind wir auch wieder und ich möchte einen Kampf buchen. Und ich habe es offensichtlich schon mal vorbereitet. Ich möchte den Sturmdrangdolch hier einsetzen, den ich bekommen habe. Und hier kämpfen wir gegen Shadow Chupor. Ist Chupor etwa die ganze Zeit über Shadow gewesen? Und warum fliegt er? Naja, warum ist er tot? Er zeigt uns seinen Hintern. Und wir kriegen Sturmdrang zurück. Yay! Hallo, Mr. Shadow. Was machst du denn hier? Das Einzige, was ich kann, ist kämpfen. Warum kommst du nicht mit? Nun. Zuerst will ich wissen, was ich hier erreichen kann. Eigentlich auch wiederum nicht. Shadow ist unserer Truppe beigetreten. So, ich werde noch ganz kurz speichern gehen und dann bis gleich.
Und eine Sache möchte ich jetzt in diesem Kampf, jetzt wo ich gerade im Kolosseum bin, noch machen. Ich möchte eines der Krötenschilde einsetzen und kriege dafür ein Titanium. Oder würde dafür eins kriegen. Und ich hoffe, dass Terra in der Lage ist, mit ihrer Awesome-Ausrüstung den Kampf... Verdammt, sie ist in der hinteren... sehr gut. Das ist nicht schlecht, weil dadurch stärkt nicht nur ihre magische Kraft, sondern auch ihre physische Angriffskraft. Und wenn sie jetzt noch reinhaut, dann ist der Stereoidit... Ich hoffe, ihr habt das gerade einigermaßen... Nein, bitte nicht... Instant Death wäre das gewesen. Es dauert leider nur Ewigkeiten, bis sie, nachdem sie sich verwandelt hat, mal irgendwas macht. Bitte, bitte, bitte. Psch, danke, Terra. Wow! 25.000 Lebenspunkte hat der Steroidit nämlich. Ach, der Blizzard. Oh, ich bin so überpowered. Ach Gott. Ein Treffer noch, ein Treffer noch. Oh ja, diese Form macht Terra im Grunde, wenn man jetzt nicht Overleveling betreibt, zum mitunter stärksten Charakter des Spiels. Und wir kriegen ein Titanium. Yay! Was macht das Titanium jetzt? Was wird das Titanium machen? Und was lässt sich mit Shadow in der Gruppe anfangen? Erfahren wir es in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy VI. Während Final Master 13 im Kolosseum... Ach, was soll's? Überlänge. Nein, ich werde kurz speichern und dann weiter Überlänge machen. Bis dann. nein, danke. Okay, die Überlänge beginnt. Ich möchte nämlich noch einen Kampf machen und die Bahamut-Rüstung einsetzen. Bahamut? Tatsächlich, das Ding heißt Bahamut. Das müsste eigentlich Behemoth-Rüstung sein, egal. Und dafür kämpfen wir gegen den Außenseiter. Also ich hoffe, dass die ganze tolle Ausrüstung, die ich bei Terra dran habe, dazu da wirkt, dass ich gegen ihn gewinne. Ups. Entschuldigung, ich meine, es dauert Ewigkeiten, bis sie den ersten Move macht. Und da sie gerade fast alles blockt, ich glaube, sie müsste genug Stats haben, um fast alles zu blocken, wollte ich es ein bisschen... Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wuhu! Terra! Och, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wir bekommen den Schneeschal. Der Schneeschal ist mitunter die beste Ausrüstung für Mok. Und, Mok, also für Umaro trägt das Ding aber ich kann es ihm nicht ausziehen. Und für Gao. Schneeschal, awesome Werte. Und das Beste ist, dass der Behemoth, den wir besiegt haben, zumindest die untote Form, auf dem Welt auftaucht. Und ja, bis zur nächsten Folge werde ich ihn noch dreimal bezwungen haben, um drei weitere Bahamut-Rüstungen zu bekommen. Eine davon werde ich dann für Gao noch umwandeln in den Schneeschal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Letztendgültig, bye!